Hallo, willkommen zurück zu Rage 2. Ja, ich war gerade ein bisschen Haare waschen. Oh, Ranger. so, wo sind wir denn gestern, beziehungsweise heute Morgen, am Aufhören gewesen? Wir sollten in irgendeine Kanalisation, wenn ich mich nicht irre, ne? Dann rennen wir da doch mal ganz schnell hin. So, hier. Aufzug, Hebel. Drücken. Fahren. Cool. So, Abfahrt. Tschüss. In dieser alten Kanalisation gibt es einen unterirdischen Fluss. Dank des Turbinengenerators sind wir vollkommen unabhängig. Wir haben unsere eigene Stromzufuhr und müssen kein Feldtrit von diesen betrügerischen, gierigen Händlern kaufen. Mutter Natur sorgt für uns. Und wie läuft das so für euch? Nun sieht man von den üblichen Problemen ab. Wie zum Beispiel Mutanten, die die Turbine verstopfen, funktioniert es gut. Wir haben unseren eigenen Saft. Außerdem findet sich stets ein Söldner, der sich um Probleme kümmert. Das bin ich also, ein Söldner? Auf keinen Fall. Du bist ein Ranger. Großer Unterschied. Da geht erheblich mehr. Ist schon klar, Marshall. Schon klar. Ist klar. Ranger, ne? So. Da geht ja immer tiefer. Alter, alter Schwede. Auf hier. Alles mitnehmen. Ich juck den jetzt hier so. Oh, wo sind sie? Wo ist er denn eigentlich gewesen? War ein ziemlich dickes Vieh bei. Es wird interessant. Ja, der hast du nicht geschafft, ne? Der Licht? Ja, der war ja schlagen. Bisschen Licht wäre echt nicht schlecht. Hey Marshall, wusstest du, dass sich hier unten eine Arche befindet? Na klar, vielleicht verschaffen deine Nanotreten dir Zugang. Das solltest du mal checken. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Sicherheitsscan abgeschlossen. Willkommen in der Arche 402A. Ja, willkommen, ne? Gehen wir mal rein. Gucken, was wir hier lernen. Das ist eine Arctech-Schrotflinte. Wie auf den alten Holo-Bildern. Okay. Schrotflinten sind auch okay. Nett. Erste Waffe. Die Kampfschrotflinte. Eine ideale Nahkampfwaffe, die Gegner zurückstößt. Ja. Auf kurze Distanz. Schon klar. Gute Arbeit. Erfolgreich. Ja, ne? Fand ich auch. Während des genauen Ziels wird eine einzige Patrone mit hohem Zurückstoßeffekt verschossen. Gut. Geil. Overdrive. Das Training ist abgeschlossen. Simulation wird beendet. Richtig gut. Das ist richtig gut, also ohne Scheiß. Das macht, die macht Bock, ja. Der alte Straßenfeger, was? Du Glückspilz. Davon gibt es nicht mehr viele. Und nur du kannst sie abfeuern. Sie ist mit deiner Nanotreten-Signatur verknüpft.
Dann hauen wir sie doch mal weg, die Jungs, hä? Jetzt rollen die hier so durch die Gegend, Alter. Okay. Bei den Mutantenhirne her. Herzen, ja, als ob das Herzen Proben wären. Ist irgendwas. So, müssen wir gleich gucken. Ist mir gar nicht angezeigt, wie viel wir unten gibt, ne? Na gut. Nicht so wild. Tschüss. Das ist geil, die Knarre. Also das wird richtig Bock machen. Und dann noch mit dem Overdrive. Das wird richtig, richtig witzig. Ach ja, das wird richtig. Das wird Rage wieder ausmachen, sowas, ne? Das krass übertriebene. Man hat halt nicht so viel Munition, muss ich sagen, ne? Oh, die Vorratskisten kaputt. Tötet. Oh, ich bin so ein bisschen, ne? Ein bisschen müde sind wir noch hier. Aber das sollte auch langsam, ne? Keine Beine mehr, der Junge. Auch langsam wieder aufhören. Jetzt. Bin den Schädel weggeböllert. Ach, das war Overdrive. Das war jetzt wieder sehr schlau von mir. Aber ist noch okay. Dieses konnte ich einmal mitschießen. Was bist du denn, ey? Sag mal liegen, ja. Mann, kein Stress hier. Am frühen Morgen. Eine Kiste. Gerade sagen, hey, da kommt doch her, oder nicht? Oh, Entschuldigung. Wow, der ist explodiert. Ist einfach explodiert, Mann. Keine Ahnung, was mit dem los war. Einfach in die Luft geflogen. Ja, ein Schuss verschossen, ja, mein Gott, ne? Das. Sieht irgendwie ziemlich eklig aus hier. Wir sind hier weiter. Rüber oder was? Ja, langsam lernt man sowas, ne? Ich dachte, da habe ich ihn genau richtig vorgehalten. Schwinde. Wer? Na Ruhe hier. Tatsächlich noch was. Mal vorbeigeschlagen? Das ist ein Scherz, habe ich jetzt da wohl da vorbeigeballert. Hier, ich glaube, spinnt. Jetzt. Na, die knallen ja ganz schön rein, die Jungs. Wollen es auf jeden Fall wissen. Oh.
Dann nehme ich tatsächlich lieber eine Waffe und schieße es kaputt. Hat irgendwie mehr Sinn, ne? Da rumzufuchteln und zu versuchen. Egal, wir sind wieder full life. Fürs Erste. Auch eine Kiste, glaube ich, aber... Ich habe ja eigentlich genug Munition. Naja, die Kampfschrotze geht langsam leer, ne? Aber... Könnten wir noch was mitnehmen. Ist schon wieder... Wo kommt der denn jetzt her? Egal, wo der herkommt, da gibt es bestimmt noch mehr. Du explodierst. Du explodierst. Das war auch so ein Dasher. Bist du denn, ey? Geh weg. Auch so ein Explodiere-Boy. Aus explodiert, da passiert nichts mehr. Gott, oh Gott. Bitte? Bist du denn? Was ist das mal? War doch gerade ganz gemütlich hier in der Gegend rumgucken. Kommt da irgendein Boy an. Ja, irgendwas Großes gehört. Das war gar nichts. Okay, jetzt mit einem durch. Soll ich sagen? Ich bin bei der Turbine. Ganz wie du meintest, verstopft mit widerlichem Mutantenglibber. Du hast es bis ins Mutantennest geschafft und lebst noch. Großartige Arbeit, Ranger. Jetzt musst du nur noch den Deckel finden und ihn aufbrechen. Dann kannst du alles wegspülen. Aha. Hier ist ein Hebel, der noch nicht funktioniert. Hier stehen zigtausend Batterien. Was ist denn hier los? So, vielleicht soll ich doch mal nach unten gehen, ne? Da sehe ich doch gleich wieder ein übelstes Geböllere. Schon mal alles nachgeladen, wunderbar. Los geht's. Ja, wer ist er denn? Der ist verbuggt. Ist er doch nicht. Was ist mit ihm? Okay, Overdrive. Overdrive war easy, ne? Oh Gott, wo kommst du denn her? Oh Gott, da kommt noch einer. Und zwei Schalter betätigen, alles klar. Nimm mal die andere Knifte, please. Zieh, ey. Einer geschafft, einer übrig. Mit dir nicht richtig. Sitz jetzt. Gehen wir lieber unten lang. Ja, die werden mir eh folgen. Entweder oben oder unten lang. Ja, die kommen oben lang. Hebel ziehen. Ich ziehe doch gar nicht, drück doch eigentlich. Okay, die Chose läuft. Was jetzt? Sobald alles frei ist, schließt du den Deckel. Das startet die Turbine neu. Da ist doch einer hinter mir, ey. Ja! Könnt mich doch mal. Wird gedreht. Nein,
Hier, frisst hey, das. Unglaublich, du hast es geschafft. So. Es waren ein paar fiese Mutanten-Ranger und du hast sie einfach weggeballert. Stimmt, aber jetzt muss ich hier unbedingt raus. Hier stinkt es schlimmer als in einer Mutantenjauchegrube. Nun, das sollte nicht zu schwer sein. Es gibt einen alten Lastenaufzug, der dich direkt in mein Arsenal bringt. Okay. Komischerweise gibt es einen Lastenaufzug, ja. Ganz komisch. Projekt Dagger. Daran erinnere ich mich noch gut. Das waren ich, Dr. Quasier, Lucem Hager und Sergeant Prowley. Kennst du Sergeant Prowley? Sie hat mich aufgezogen, hat aus mir eine Killermaschine gemacht. Hab ich mir gedacht. Du hast was Besonderes an dir. Als ob du von den Härtesten und Besten ausgebildet wurdest. Sie hat es nicht geschafft, wurde beim Angriff getötet. Das tut mir leid. Und es erklärt, warum du hier bist, anstelle von Prowley. Die Obrigkeit muss unbedingt vernichtet werden. Amen. Übrigens, Amen. Wie heißt du eigentlich? Walker, okay. Ranger Walker. Da bist du ja. Moin. Das ist Marshall. Mein Arsenal. Meine Basis. Von hier aus kann ich an Projekt Dagger. Bestätigen. Arbeiten. Da der Strom jetzt wieder fließt, könnte ich bei ein paar weiteren Projekten Hilfe gebrauchen. Was du nicht sagst. Walker, diese Projekte helfen dir ebenfalls. Während ich mich um Dagger kümmere, kannst du dich auf die gewaltige letzte Schlacht vorbereiten? Du weißt es vielleicht nicht, aber zu Projekt Dagger gehört auch mit einem zusammengestückelten Panzer ins Hauptquartier der Obrigkeit zu walzen und dem Oberghoul General Cross persönlich einen mörderischen Nanotreten-Cocktail zu verpassen. Klingt nach Spaß. Dann lege ich lieber mal los. Besser wär's. Ich kontaktiere dich über die Combox, falls nötig. So, jetzt haben wir Projekte freigeschaltet. Ich muss schon wieder niesen, naja. Diesmal allerdings für den Marshall, ne? Weil, die haben wir ja fertig. Gute Dame. Jetzt sind wir hier. Projekte. Einige von Marshalls Projekten sind von Anfang an verfügbar. Andere musst du eine neue Stufe freischalten, ne? Indem du eine Operation auflevelst. Geil. Erhöhe ich das da, ne? Kann ich da hier Verbündeten... Marshall steht für Töten und Vernichten. Geil. So, was haben wir hier? Was? Du kannst 25% von jeder Patrone tragen. Okay, du kannst damit von denen tragen, die brauche ich nicht. Schmerzresistenz verringert, Erschütterung. Dick. Schaden erleidest, okay. Überraschungsangriff. Fügt Gegnern fünffachen Schaden zu. Finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ach, gedrückt halten, ne? Ich würde sagen. Ja. Das nehmen wir dazu. Auf jeden Fall. Zack, jetzt sind wir schon mal in der nächsten Stufe. Ermöglicht das Hin- und Herwechseln zwischen Waffenmodifikationen. Selben Levels. Ah, jetzt kriegen wir schon mal zwei Sachen. Geil. So, was haben wir hier? 25% mehr sollte Spezialmunition tragen. Ich denke, ist auch okay. So, und hier haben wir noch mehr Munition. Munition ist, glaube ich, mit das Wichtigste gerade. Nachladen beim Sprinten. Beim Sprinten durch Feinde, Kugel, erleidender Schaden, da verringert. Rutschen im Overdrive. Okay. Ja, wir warten erstmal, sag ich mal, ne? Wir warten erstmal mit den Pünktchen, die paar, die wir noch haben. Nimm dir, was du willst. Du kannst jeden Vorteil gebrauchen. Ja. Komm im Arsenal. Mal alles mitnehmen hier. Genau, ich kann jeden Vorteil gebrauchen, hat er gesagt. Ich baue mir also alles zusammen hier. Ernst?
Ob jetzt Aufzug fahren oder zu Fuß gehen? Lesen. Ja, lesen können wir doch alle nicht. Hier steckt ein Messer rum. Den kleinen Schluck habe ich gebraucht. Wirklich gebraucht. Ich meine wirklich. Alles so gut. Ranger! Danke für die Unterstützung. Und die dreht ein bisschen im Rad. Wirklich gebraucht. Aber. Ich meine wirklich. Ich versuche gar nicht richtig reden. Ach, die steht hier zweimal. Oder sind das, heißen die so? Rasse. Ja, egal. Wir gehen einfach erstmal. Erstmal raus hier. War auf die Tür hier. Wo ist er denn hin? Ich stehe gar keiner mehr vor der Tür. Auto steht genau da, wo ich es hinterlassen habe. Gib Gas, Walker! Jawohl, Sir. Entschuldigung. So. Da gibt's nichts Besonderes. Hier haben wir so einen alten Stufe 5. Warum nicht? Könnte man ja mal machen, ne? Aber. Nicht mehr in dieser Folge. Nee. Diese Folge ist jetzt zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war eine weitere Runde von Rage 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, lasst doch ein Like, ein Abo da, wenn ihr Bock habt, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.